Und der Vlog startet hier aus dem Aufzug. Guten Morgen, heute ist Montag und das Cleanout habe ich heute beendet und dachte, ich teile natürlich auch hier mit euch meine Ergebnisse. Also es sind nochmal 3 Kilo weniger in 9 Tagen. Also ich bin wirklich hochbegeistert. Ich habe leider dieses Mal vergessen, die Maße zu nehmen. Ist leider schade, weil die Maße sagen meistens mehr aus wie das Gewicht. Aber mit dem DX4 zusammen, also 13 Tage sind es dann circa 5,6 Kilo. Also ich bin echt zufrieden. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass einfach der Körper wieder gereinigt ist, der Schlaf viel besser ist, ich mich viel fitter fühle und viel mehr organisiert bekommen habe und geschafft bekommen habe. Und jetzt geht es weiter mit dem F15-Programm, aber sag ich mal, auf leichter Basis, weil es wird ein paar Cheat-Days geben, die kommenden Tage. Aber ja, bleibt auf jeden Fall dran. Schauen wir mal, was die Woche so bringt. So, es ist wieder soweit. Aber jetzt mal hier kurz mal Tacheles. Wer von euch bügelt auch noch seine Geschirrhandtücher, dass sie besser in den Schrank reinpassen? Definitiv. Oder auch die Unterwäsche. Ja. Ich rede jetzt hier nicht von Stringtangas oder sowas, sondern einfach von Unterwäsche, die dann besser in den Schrank passt. Hinten? Ja. Ja. Auch hier mal wieder die schnelle Basis. Gesehen Chicken. Chicken, jawohl. Einmal die Paprika, einmal die Curry, irgendwie sowas. Genau, ab dafür. Jude. Hier noch ein Schafskäse-Tomatensalat. Mit Schaffondue, Käsefondue Schaf, so rum. Und hier ein bisschen braun geworden, aber lecker, lecker, lecker. Also, die Regie sagt, filme mal. Was ist das hier? Also wir probieren jetzt den neuen TikTok-Trend Tangulu. Ich glaube, das heißt so, aber mir geht es gar nicht um Tangulu, sondern früher nannte man das einfach, glaube ich, glasierte Früchte. Tangulu Gulu. Und ich habe das voll gerne auf dem Jahrmarkt immer gegessen, aber man kriegt seit Jahren nur Schokofrüchte. Also keine gezuckerten, außer diesen roten Liebesapfel. Und ich wollte es schon immer mal machen. Mhm. Und jetzt heißt es halt nicht mehr glasierte Früchte, sondern Tangulu, wieso auch immer. Ich weiß auch nicht, woher es kommt, aber das machen wir jetzt. Also hier ist die Glasur drin. Das ist im Prinzip 2:1, also 2 Teile Zucker, 1 Teil Wasser. Also ich habe jetzt ein... Also Zuckerwasser. Genau, also 2 Gläser Zucker genommen und 1 Glas Wasser. Dann hier mache ich gerade die Erdbeerspieße. Ich wollte noch Traubenspieße machen und dann habe ich das so aufgespießt und dann wird das alles mit diesem Zucker glasiert. Wichtig ist aber, dass man das danach, wenn man die Glasur drüber hat, in Eiswasser macht. Also Schockfrostet. Aber das kann ja der Dommer gleich dann nochmal zeigen, wenn es soweit ist. So, hier haben wir einmal den Zuckersirup. Hier haben wir die Früchtespieße, hier haben wir das Eiswasser und jetzt geht's los. So, also hier jetzt Zuckergüsschen schön drüber laufen lassen. Also ich werde die Spieße vielleicht etwas kleiner machen sollen. Zack. Dann einmal raus und schnell zack hier ins Eiswasser. New York Rolls oder wie auch immer die sich nennen. Auf jeden Fall sind die ja ziemlich oft zu sehen. Und wir versuchen uns jetzt mal da dran. Ja, Moment, ich muss jetzt hier gerade mal noch Handy parallel bedienen. Also einmal nimmt man so einen fertigen Blätterteig, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich mache das auch zum ersten Mal und rollt den auf. So, dann macht man, brauche ich ein Metermaß, 2,2 cm große Abstände. Das ist jetzt mein Metermaß. Ja, also so 2,2. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen. So, ja, Pi
Pi mal Daumen. Mache ich das jetzt mal. Die Abständchen. Gefühl, ich werde immer kleiner. So. Also ich markiere mir das jetzt erstmal grob. Also ich denke, so genau muss man das wahrscheinlich auch nicht machen. Aber da ich das zum ersten Mal mache, versuche ich es mal so ein bisschen genau zu machen. So, dann rolle ich da so Stränge aus. Ich habe jetzt hier den Pizzaschneider genommen. Ich denke, das ist am einfachsten. Ach, ja, aber gerade schneiden war halt noch nie so mein Talent. Aber es wird schon irgendwie gehen. Wenn meine Mutter das jetzt schon wieder sieht, dann ist wieder was los. So, und so. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja. Also schon ziemlich viele Röllchen raus. Und jetzt werden die quasi einfach so aufgerollt. Also das ist schon das ganze Hexenwerk. Ich weiß auch nicht, bei den anderen fand ich, sah das irgendwie dicker aus. Also so, ne? Schauen wir mal, was draus wird. So, ich habe die jetzt alle hier aufgerollt. Und jetzt kommen die auf den Backblech. Und dann kommen die hier so drauf, aber ich bin mir nicht so sicher, weil die gehen anscheinend schon ziemlich auf. Also man braucht ziemlich viel Platz. Bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht zu viele für das Backblech sind, wie ich meine. Weil bei Kiki habe ich gesehen, die hat es mit so Kreisen nochmal abgetrennt, aber ich habe sowas jetzt nicht. Und deswegen dachte ich, ich mache das jetzt so. Aber ich überlege jetzt, ob ich nochmal ein zweites Backblech nehmen. Also als nächstes gibt es einen Lotus No Bake Kuchen. Die Butter wird jetzt im Mikrowellenherd geschmolzen. Hier habe ich schon den Tortenring vorbereitet und im Thermo mache ich die Lotuskekse klein. So, weiter geht's mit der Creme und da machen wir 150 Gramm in die Schüssel. Das immer genau hinzukriegen ist natürlich nicht so einfach. Also 150. So, dann 300 Milliliter Sahne, 200, nochmal 100, dann haben wir 600 Gramm Frischkäse und dann kommt jetzt noch 150 Gramm von der Lotus Creme. Eigentlich habe ich die immer von der Kiki, aber die ist leer. Deswegen. 8 Stunden mindestens im Kühlschrank. Also ich stelle es jetzt komplett über Nacht rein und mache das Ganze morgen fertig. Also ich muss jetzt improvisieren, weil diese New York Rollen da, kann ich mal zeigen, die sind irgendwie sind sein sollen oder werden sollen. Ja, groß. Gut zu improvisieren, jetzt macht ihr diesen Nutella-Tannenbaum. Nee, ich mache keinen Tannenbaum, als der für Weihnachten soll. Ich mache jetzt einfach so Nutella-Zwirbel. Alter, ist ein Multidruck, Alter. Doodle-Butter. Improvisiere ich jetzt auch. Life is improvement, ne? Drauf. Der war so, jetzt mache ich da so Dry. Zwirbel draus. Geschnitten hätte. Okay. Ich glaube, ich hätte es mir vorher mit Eier einzwirbeln. So. Wird es so ein bisschen gebänzelt und dann so drauf, dass es nicht umkippt. Wie so ein Ständer jetzt. Eigentlich wäre cool, wenn jetzt noch so eine Masse. Ah, das wäre ja cool, oder? Wenn ich hier so eine Creme da rein mache. Also mach ich jetzt doch mit der weißen. Erstmal nehme ich die hier. Okay. Und dann. What you gonna do? What you gonna do? Zum Glück. Ach, Tabouret. Jetzt auch gleich so eine Creme. Mini. Ah! Bin ich hier raus. Das sieht immer aus wie. Das wird schon schmecken. Ich denke schon, dass das super nice schmeckt. Mhm. Und was für ein Wetter da draußen, ne? Überlegt, letzte Woche war es. Das ist 25 Grad und jetzt hier wieder, was sagt der Tacho? 8 Grad. Also,
hier die Kuvertüre rauszuholen. Die weiße Kuvertüre und geraspelt. Mhm. Das ist ja ein. Aber wenn du willst jetzt den Teller nochmal wechseln dann, ne? Nee. Das gibt ja hier ein Sterne-Dessert. Wow. Das sieht ja aus wie der gute Parmigiano. Verbrannt. Doch. Das ist right about aber time. Nee. Also, ich hatte recht, man hätte Wurzeln die Hälfte, einfach raus. Der Hälfte der Zeit hätte man gebraucht. Das ist da kommt jetzt aber noch Puderzucker. Okay, das ist powder, powdery sugary. Kann ich mir eine powdery sugary da rausgeben? So, einmal Puderzucker drüber. So, dann haben wir hier einmal das Zwiebelgeflecht und einmal diese fancy New York Cheesecake. Wie heißen die? Balls. Lass mal noch. Sehen die so aus? Ne? So. So. Aber das sind die gleichen Behälter, wo die Kiki gekackt hat. Wow, Harrison. Sitzt du in einer Rahmenpackung? Wow! Ich bin da! Das ist ein Gender. Okay. Oder rosa. Also es gibt rosa. Ja, jetzt habe ich rosa in der Hand. Die umbringst, ne? Nee, also die Jenny hat sich gedacht, es wäre richtig funny, wenn wir hier die Salt Chip Challenge machen. Das soll der salzigste Chip sein, wo gibt in die Welt. Scheiße, so. Da steht Hey Boy. Moment, was Hey Boy? Da muss ich noch Wasser. Nee. Der Zarella hat das probiert, der hat direkt angefangen zu heulen und hat das Schlimmste, was er jemals probiert hat. Ja? Nee, das Salzische? Ja. Nee, das ist ja. Scheiße. Nee. Doch, das war abartig. Nee, echt die Tränen. Hör mal, lass mal riechen. Der kam doch nicht mit Kladax da. Lass mal riechen. Also, das Riechen tut Geruchssinn. Nee, riecht noch gar nichts. Hör auf, hinzugucken, Esche. Aber ich gebe mir nur so ein bisschen, Alter. Ich nehm das ganz. Nee, das mach ich nicht. Mach mal nur so. Wow. Warte mal. Boah, das riecht brutal, Alter. Bruder, das riecht schon salzig. Das ist wie eine Salzgrotte. Hallo, mach mal, Stößchen. Mach mal. Schon fertig? Probier mal. Ja, das ist die Chemie sein. Das Problem. Ja? Nee, okay, Herzrhythmusstörung oder so, alles gut. Alter, das ist wie wenn aber du. Blut, ne, so. Das muss doch irgendwie chemisch. Das riecht, das schmeckt nur mehr Wasser, bloß achtmal schlimmer. Oh, das ist ekelhaft. Ja, hopp, beiß mal rein. Gehst du noch ja? Ja, ja. Beiß mal rein. Also für alle. Oh, das ist so ekelhaft, Schatz. Naja, Zitronensäure und alles Mögliche. Das frisst sich, das brennt schon die Zunge. Das ist zum Haltbar machen. Okay, also die haben es nicht geschafft, die ganze Chip zu essen. Wer hat das geschafft? Ich meine, diese Hot Challenge ist ja schon krass, ne? Aber das ist ja widerlich, ne? Das ist einfach ekelhaft. Was hat der Scheiß gekostet? Reduziert 8,99. Was? So ein Chip? Was? Ja. Das sind hier fast 20 Mark. Ja. Überlegt da mal her. Ich will morgen noch jemanden probieren. Du denkst echt so, okay, easy peasy und sowas, aber dann scheppert's richtig, Alter. Denn mir brennt die ganze Fresse, Alter. Ich hab zweimal drauf gekauft, dann war Schluss. Ekelhaft. Rosa? Wir haben hier Handtücher, sie sind alle fort. So, Schatz, morgen sind wir 16 Jahre zusammen und das ist jetzt dein vorläufiges Geschenk. Schöne Morgen. Das eine ist ja, ich habe es ja bei der Nachbarin abholen müssen, ne? Das hat man ja gleich gesehen, dass das quasi hier so eine Sugarcane-Box ist. Aber es ist eine Mystery-Box. Das heißt, es ist mysteriös. Können wir gleich mal Taste-Test machen, Köy?
Soll ich nehmen? Wo ist deine Jacke, Ella? Wo ist deine Jacke? Nee, jetzt hat. Und wo stehen die Museumsstädte? Ich hab überall noch einen Parkplatz. So, auf dem Weg zu Moe's, Moe's Burger, Soul Food, hier am Corner. Hier einmal zurück. Zucker. Ja, von Kuhn. Und eine Schule von Harrison. Das ist Ella. Die sind nicht heiß. Probier mal bitte. Die Pommes sind nicht heiß. Ja. Haben die alle die. Hast du die Mayo oder White? Mayo. So, dann einmal den Green da. Hast du jetzt doch gepackt? Das sind ganz schöne Riemen. Ja. Guck ich mir das. Ja. Ich habe was anderes. Ich brauche mal eine schnelle Bewertung von It's dir. Raining, man. Du hattest einen veganen Burger oder ja, was? Ja, war mega. War sehr lecker. Pommes selbst gemacht, mega. Barbecue-Soße, mega. Also mein Burger war schon eine fette 10 von 10. Wow. Das lobe ich mir. Ja. Ich hatte diese also Hotdog. Das war mit Avocado drauf. Da war reichlich Avocado drauf. Und Chili Cheese Fries dazu, also mega Pommes selbst gemacht, wie die Jenny sagt, selbstgemachte hauseigene Eistee, also 10 von 10. Ich nehme mich auch mal auch gleich mal vorweg, also ich fand's richtig klasse, wie ich hätte erwartet. Richtig geile Burger, saftig, machtig, alles dran, alles drum, Fries, Lemon Eistee, alles super. Und Ella, was sagst du? 10 von 10? Ist doch keine Regeln. Ich brauch schnell deine Punkte. Punkte? Burger eigentlich 10 von 10, war super. Schön saftig, ja. Gutes Brötchen, saftig, Spiegelei saftig. War sensationell. 10 von 10, ja. Dankeschön. Pommes, ja, in meinem Fall ist es nicht so, dieses Pommes so ungeschält sind, aber trotzdem haben sie gut geschmeckt. 8 von 10. Hallo, und danke. Mayonnaise auch 10 von 10. Danke. Sau kalt. Kisha Pada. Kisha Pada. Aber dem Harrison gefällt das, gell? Ja. So, im Auto, ihr seht, es hat super viel geregnet. Also mal kurz so das Update. Also wir hatten mit den Köls ausgemacht eigentlich, dass wir nach Neustadt gehen, weil wir bei Vanini ein Eis essen wollten. Normalerweise holen wir immer in Worms beim Vanini Eis. Aber da ich in Worms viele Jahre gearbeitet habe, studiert habe und Worms keine schöne Stadt finde, sorry an die Wormser, haben wir gesagt, gut, in Neustadt ist auch ein Vanini, lass uns hier ein Eis essen und hier durch die Stadt laufen, hier ist auch ein TK Maxx und so weiter. Aber das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, da das halt heute Morgen schon so regnerisch war, haben wir gesagt, okay, dann bleiben wir erstmal bei uns zu Hause. Deswegen habe ich auch schnell diese Snacks gemacht und deswegen haben wir die Mystery Box Verkostung gemacht. Das kommt aber in einem separaten Vlog. Und sind dann trotzdem nach Neustadt zu Moe's Burger essen, weil wir eben hier schon einen Tisch reserviert hatten. Also deswegen sind wir nach Neustadt gekommen essen. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Also und jetzt war tiptop. Geht's? Auch vom Preis her, oder nicht? Ja, war auch okay. So, du kannst nicht sagen, dass du jetzt irgendwie scheiß Fleisch oder sowas bekommen hast. Nee. Jetzt geht's home. So, hier wird schon der nächste Teig gerührt. Es wird jetzt 3 Minuten gerührt. Butter, Zucker und Vanilleextrakt. Und dann kommen die weiteren Zutaten hinzu. Das gibt jetzt eine Cookie Dough Brownie Marshmallow Cake. Mann. Ja.
Kilo. Ja, wieso habe ich jetzt nochmal den Akku gewechselt? Also riechen du denn nach nichts? Ja. Oh. Von wem? Ja, für wen? Ja. Oh, Nico, mach langsam. Ich will nicht mehr essen. Ich darf nicht mehr. Hi Lena. Salz-Challenge. Wir machen schon das ekelhaft. Ja. So mehr, Alter. Jetzt so rein. Ist so das heiß. Genau so, ja. Einfach nur mal kauen, oder? Ja, auf die Zunge kauen, lutschen. Ekelhaft. Die Zunge zergehen lassen. Guck, das schmeckt ekelhaft. Und die sind halt scharf, ne, die Kacken. Halt mal welche. Sind es auch welche, wo der krebserregend sind? Nein, das sind nicht die. Ist eklig, gell? Diese scharfen Ratte, Alter, was ist mit dir? Ich sag euch, voll gut. Scharf. Hä? Der kenn ich schon. Oh, am Anfang war ich lustig scharf. Wieder. Tschüss. Ich reiche rüber. Guck mal hier. Ich kann nicht abstellen. Aber. Ja, du musst helfen. Dichtmasse. Gute Spachtelwasser. Hä, woher habt ihr diese Chip? Aber sie kann dann nur zwei Punkte haben. Sie war die Reichste, sie hatte Kartoffel und sie hat eben den Fisch gehabt. Drei Punkte, ja, Nico. Nur den Schoko. Wie denn ausgedacht? Fiktion. Nenne eine fiktive Maus. Fiktive? Okay. Fiktive, ja. Maus. Ja. Was war so eine Schmache? Eine Maus. Fiktive Maus. Eine fiktive Maus. Ja. Was ist eine fiktive Maus? Also, eine ist Maus. Ich hab noch nicht mal was aufgeschrieben. Ihr seid zu schnell. Oh, wir können gleich was aufschreiben. Ich hab anderes, aber zwei. Aber Mickey Mouse ist runter. Stimmt, die hab ich gar nicht. Knoblauch. Da war heißt wie Knoblauch drin. Wo heißt? Was heißt? Ja? Bestimmt. Soll ich gucken? Ich komme. Lecker, lecker. Ich will gerne mal sehen, wie du dich beleidigst. Ein Bite. Achso, ja. Hier sind noch saure Gurken. Ein Bite. Ja, warte doch mal. Achso, und was ist mit Karten, wo man gerade anfängt, dann ist die Zeit ab? Im Winter. Was mache ich da immer? Sama. Nee. Ja, Sama war auch schon Essen bei mir. Also die Kinder können... Die Lena findet man. Also das sind halt Kinder, Family. Untere. Lena. Schau mal. Unsere Raben. Ja. Wellenmeer. Meer. Wellengang. Pool. Whirlpool. Ah, Rettungsboot. Ah ja, das ist ein Ball, ne? Nee. Wasserball. Wasserball? Oh Gott. Meerauge. Wasserrad. Schrauber. Schreiben, Spitzer. Spitzer, Bleistiftspitzer. Wow. Ich darf keine Geräusche machen, gell? Eins, zwei darf es sein. Ah ja, das letzte. Augenschrei, Blindschrift. Geld, Dollar. Dollarzeichen. 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 Eins. Jetzt sind wir noch erklären. Hier, das zweite. Oh Gott. Pantomime. Uhrzeit. Zeiger. Uhrzeiger. Tick-Tack. Digitaluhr. Apple Watch. Armbanduhr. Uhrzeiger. Uhrzeit. Uhrzeit. Mittagszeit. 2 Uhr. Zwei Zeiger. Zeigen. Uhrzeiger. Zeiguhr. Erstes Wort, zweites Wort. Du hast das zweite Wort. Zeiger. Uhrzeiger. Uhrzeiger. Uhrenzeiger. Uhrenmacher. Zeigefinger. Mittagszeit. Zeiger. Minutenzeiger. Sekundenzeiger. Minutenzeiger. Ja, fertig. Wow. Harrison! Harrison! Komm her! Der hat auch genug. Also, was sah nach was ganz anderem aus? Das ist voll gut, aber. Rückwärts! Aber ich hab voll gut erklärt, der hat Federraten. Was? Der hat Glück, Glück! Auf der Tränke mein zweiter Versuch, Tangulo. Ich habe jetzt hier wieder alles vorbereitet. Das ist das Zucker.
Wasser, dann hier die frische Spieße, Eiswasser und hier ein Teller für drauf. Aber ich weiß es nicht, es will nicht werden. Also man macht hier quasi den Test, indem man so ein Stäbchen einfach mal reinsteckt und ins Wasser. Und dann muss es hart sein, bis jetzt ist es das noch nicht. Also ich hoffe, es wird jetzt was. Juhu, ich hab's geschafft. Tada, Tangulu, guck mal. Seht ihr das? So muss ich das anhören. Juhu, aber ich habe hier die Herdplatte versaut. Scheiße. Gesicht. Es hat geklappt. Hört. So, einmal Taste-Test. Super, lecker.